Wir können hier vier verschiedene Arten des Textmodus aktivieren und aussuchen. Ich entscheide mich mal für das obere ganze Textblöcke. Ja, somit können wir dann auch gleich in die Partie springen. Erstmal will ich hier was umstellen. Erstmal Elfmeter selbst schießen, das wollen wir nicht. Und die letzten 10 Minuten im klassischen Textmodus mache ich mal auch aus. So wie die Auswechslung, das ist ja eigentlich relativ egal. Wenn wir auswechseln, wissen wir, wen wir bringen oder nicht. Wir können das eventuell bei den Pflichtspielen wieder einsetzen, aber bei Testspielen ist das ein bisschen, ja, ist das ein bisschen nervig, wenn wir da zur Halbzeit irgendwie 6 Mal wechseln oder so. Spielgeschwindigkeit, ja, Textgeschwindigkeit lasse ich mal auf schnell, Spielgeschwindigkeit mittel und dann können wir da mal loslegen mit dem ersten Spiel des SC Freiburgs hier. Anpfiff zur ersten Halbzeit. Ja, wir gucken hier erstmal ein bisschen durch, was man hier so machen kann. Hier gibt es erstmal ein paar Befehle, die man da so machen kann. Und sehen hier die erste Glanzparade des Keepers von Andreas Lengsfeld. Was ist denn da passiert? Wird dies das 1-0 nach einer Flanke von der rechten Seite durch Jonathan spielt, kommt Mike Hanke völlig frei zum Kopfball. Aber Andreas Lengsfeld kann mit einem guten Reflex diese Chance vereiteln. Ja. Hier gibt es hier ein paar Sachen, die man hier Optionen, die man auswählen kann. Hinten dicht, voller Angriff, geht drauf, Kontrolle übernehmen, das geht so nicht. Weiter so, super ruhig und Konzentration. Ich würde mal sagen, wir können mal hier gleich mal klicken, voller Angriff. Und dann hier steht das, wie der Schiedsrichter der uns empfindet oder ob er da genervt ist. Wenn der Ball ganz voll ist, dann fliegen wir auf die Tribüne. Also so der Klopp-Modus. Hier ist dann unser Team mit der aktuellen Live-Benotung. Sehen hier den Hinstart mit einer 5. Also nicht so gut. Wird das Tor? Nein. Den hatten viele Zuschauer hier schon drin gesehen. Mike Hanke bedient Thierry Henry klug per Kopf. Der bisher unauffällige Mannschaftskapitän ist alleine vor Andreas Lengsfeld, setzt das Leder aber links neben das Tor. Dann sehen wir hier nochmal zwei Fußbälle. Die sind ja normal in Fußballfarbe, also schwarz-weiß. Wenn hier ja das Spiel, also sag ich mal so, verflacht im Mittelfeld oder sonstiges. Blau ist hier, wenn die Mannschaft hinten reingedrängt wird, nicht mal so viel macht. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, warum wir den blauen Ball bekommen. Wir schießen aber das erste Tor in der 42. Minute durch Mike Hanke. Also erste Tor des SC Freiburgs hier. Da hat es gescheppert. Blitzschneller Angriff von Thierry Henry über links an die scharfe. Ne, an die scharfe Flanke bringt Mike Hanke noch die Fußspitze heran und spitze den Ball heran. Zum 1-0. Ja, also ist hier eigentlich sehr schön nochmal kurz vor der Halbzeit als 1-0 gemacht. So, wir sehen hier, Ginter ist hier ja von der Frische her nicht so gut. Deswegen wechseln wir mal einfach alles hier aus, was geht. So, wir gehen jetzt einfach mal nur nach der Frische. Frische, frische, frische. So, Darida kann man hier raus. Der Schuster kann raus, Terracino kann hier rein für den Memedi. Mike Hanke kommt hier raus. Ne, Memedi kommt hier rein für den Mike Hanke. So. Dann kann man noch eine Halbzeitansprache machen. Ansprache punkten. Man hat 20 oder man kann 20 bekommen. Wir haben im Moment hier 7 Stück. Manager Level 1. Das ist ja alles so richtig. Unsere Ansprache stimmt auch noch zu 100%. Und dann können wir hier eine Halbzeitansprache machen. Dadurch verlieren wir natürlich wieder einen Ansprachepunkt. Hier und heute gibt es für uns nur noch den Sieg. Jo, das können wir mal hier machen. Spielergespräche. Da können wir die Spieler loben, motivieren und kritisieren. Dazu eine Massage verpassen durch die sexy Krankenschwestern und Masseusen. Das steigert die Frische. Zum Beispiel Diane hat 80 Frische, nach der Massage 85. Schmied geben wir auch eine.
und Daring to Learn. Wo bist du denn? Hier geben wir eine. So, haben wir noch eine Massage übrig? Nein, haben wir nicht. Dazu haben wir hier Ansprachen, die wir machen können. Baumann eine 3,4, den motivieren wir. Diane eine 2,5, den loben wir. Ja, das sieht ja nicht so gut aus. Den kritisieren wir mal. Den Kugler motivieren wir mal und den Jonathan Schmid motivieren wir auch mal. Und dann kann es dann gleich weitergehen in die zweite Halbzeit. Dann können wir hier noch die Taktik sehen. Ja, Taktik können wir hier nochmal schnell dann dran ändern. Ja, müssen wir jetzt aber nicht so schnell ändern, wie ich finde. Gegner, da können wir mal gucken, ob der Gegner hier eng einen speziellen Spieler hat oder reinbringen kann. Eventuell, ich würde mal sagen, im Laufe der FM13-Karriere könnte man so gucken, zum Beispiel so, ah, der linke Verteidiger eine 1,5, der rechte Verteidiger nur eine 3,5. Da könnte man eventuell mehr über die linke Seite dann gehen, um den rechten Verteidiger ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Also ich meine so welche taktischen Spielchen, aber ja, da wollen wir erstmal nochmal die anderen Sachen üben. Live, ja, live brauchen wir jetzt auch nicht so zu sehen. Statistik kann auch hier wichtig sein. Da sehen wir gerade 60% Ballbesitz und sehen hier das 2 zu 0 in der 63. Minute durch den eingewechselten Admir Mimiti. Dies könnte die Entscheidung gewesen sein. Admir Mimiti taucht plötzlich alleine vor Andreas Lengsfeld auf. Doch statt zu schießen, schlägt der bisher unauffällige Schweizer noch einen Haken, legt sich den Ball auf den anderen Fuß und Netz überlegt ein. Trainer Carsten Steinbeck muss reagieren. Ja. Statistik sehen wir hier 61% Ballbesitz, nun 39% für Trier und wird es das 3-0 nicht. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel als in der ersten Halbzeit. Wie hier unsere Torchancen, zwei kleine Torchancen für Trier, eine zwei für uns, drei gute Chancen und drei Großchancen. Dann sehen wir hier Ecke, die Stars, also erst recht für die Statistik. Freaks, sag ich mal, ist das hier nicht. Ja, nicht verkehrt, aber ich meine auch mal für uns selber, um zu sehen, wie das eigentlich mit dem Ballbesitz und so ist. Also ist für mich eigentlich fast schon interessanter als die Benotung des Teams, weil im Moment ist das ja relativ egal. So, 74., 75. Minute und da gucken wir mal, ob es da noch irgendwas passiert. In der 77. Nein. Trier wechselt hier innerhalb von ein paar Minuten öfters aus, was natürlich hier das Spiel kaputt machen kann. Konzentration wollen wir hier sehen. Ist natürlich auch mal wichtig, dass die Mannschaft sich konzentriert, nochmal hier die letzten 10 Minuten runterspielt und das 3-0 hier schießt in der 78. Minute. Admir Mimidi zum zweiten, Ecke von rechts durch Maggia. Thomas Konrad will die Ecke von Moncha per Kopf klären, trifft dabei die Latte des eigenen Tors. Admir Mimiti legt sich quer, legt sich in der Luft quer und nimmt den Ball Volley. Andreas Lengsfeld ist chancenlos. Ja, das Kommentieren kann manchmal auch mal ein bisschen schwer sein, sage ich mal, wenn man sich konzentriert auf einen Texter. Ja, konzentriert und der dann einfach runtergeht. Aber ich würde mal sagen, das wird dann bestimmt mit Spiel zu Spiel besser hier. 80. Minute. Aber ich würde mal sagen, die Spielgeschwindigkeit können wir mal hier auf ein bisschen höher machen. Erst recht in den, sag ich mal, nicht so wichtigen Freundschaftsspielen. So, wir gucken mal wieder. Freiburg 61%. Wie macht unser Team uns? Mimidi hat hier eine 1,0, jetzt 1,5. Vielleicht schießt er hier dann ein drittes Tor in der 86. Minute. Nein, Mimidi vergibt hier doch dann. Und mit dem ersten Spiel hier, eine Minute Nachspielzeit gibt es hier oben drauf. Mit dem ersten Spiel können wir eigentlich hier relativ zufrieden sein. Wir sehen es hier, Diané läuft hier wirklich schon auf dem Zahnfleisch. 49 Fitness nur noch oder frische.
3-0 das erste Spiel. Lengsfeld, der beste Spieler beim Gegner. Das sagt ja auch immer was, wenn der Keeper der beste Spieler